Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge No Man's Sky. So, heute machen wir weiter. Und guck dich mal diesen schönen Himmel an. Ja. Letzte Folge haben wir unser Raumschiff, oder nicht repariert, sondern wir haben ja die Sachen dafür geholt, die wir brauchen. Und ja, ich würde sagen, heute fliegen wir hier weg. Von diesem komischen Planeten, Leute. So, ich gehe mal in meinem Raumschiff rein. Guck mal, Leute, jetzt wissen wir, was wir reparieren. Impulsantrieb. Heimisches Siegel oder so. Oder heimisches Siegel. Das haben wir jetzt, Leute. Jetzt brauchen wir nur noch ein Wasserstoffgelee und reines Ferrit, meine ich. Das haben wir schon direkt. Guck mal, Leute. Das haben wir schon direkt. Da brauchen wir noch reines Ferrit. Dafür brauchen wir eine Raffinerie, glaube ich, ne? Ja. Das, ihr könnt hier eine Raffinerie bauen. Guck mal. Ja, ich weiß. Ich zeig euch das mal, Leute. Wir brauchen nur Sauerstoff. Ja, tut mir leid, Leute, dass ich bin gerade erst aufgestanden. Tut mir leid, falls ich gerade ein bisschen dumm bin. Wir brauchen nur Wasserstoff, glaube ich. Oder? Ja, ja. Guck, jetzt können wir das doch bauen, Leute. Cool, ne? Cool. Was kann man hier mitmachen? Nix. Was hier noch am Sauerstoff, Leute? Das brauchen wir. Die Raffinerie. Ich glaube, wir brauchen noch Kohlendings, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, für Treibstoff. Wir brauchen das hier noch für Treibstoff. Dann machen wir das hier. So das. Und das Kohlenstoff brauchen wir noch hier. Das tun wir mal hier in das Treibstoff-Ding. So. Jetzt machen wir das hier zu. Zu reinem Ferrit. Ich brauche natürlich ja noch ein bisschen normalen Ferrit. Das nehme ich mal so mit noch. Cool, Leute, wir können jetzt auch alles scannen hier auf dem Planeten. Und dafür kriegen wir, glaube ich, Geld, oder? Kriegen wir dafür Geld? Ja, dafür kriegt man Geld. Ja. Ich scanne mal alles hier. Scan die Scan. $200, ich glaube, das kann man nachher leveln. Das wird so erhöhen. Dann nehmen wir alles mit hier. Scan, boah, wie viel es hier gibt. Frachtabwurf, Leute, guck mal. Da will ich eigentlich noch hingehen, bevor wir wegfliegen. Diese Frachtabwurf, würde ich sagen. Guck mal, jetzt können wir auch diese Tierchen scannen. Diese komischen Kühe oder was das ist. Alles scannen. Der Scan des Scanner. Ja. Ich bin auch so einer, ich will alles scannen. Haben wir auch in Subnautica schon gesehen. Das haben wir noch nicht, ne? Ja, doch. Okay. Okay, das müssen wir auffüllen. Auffüllen. Wo wollte ich gerade hin? Ich wollte, diesen Frachtabwurf, wo war der? Ja, habe ich doch gerade sowas gesehen. Das ist nur diese Stadt da, die ist zu weit weg. Oder? Eine Stunde müssten wir laufen. Das wollen wir ja nicht, Leute. So. Ich habe noch ein bisschen was vom All mit hier. Okay. Jetzt brauchen wir nur dieses Ferrit, was wir hier in der Raffinerie haben. Ich nehme mal direkt noch ein bisschen Ferrit mit. Ja. Ferritus Maximus. So. Maximus die Maximusse. Ist doch mal hier laber. Erbsen. Ja, da Erbsen. Okay. Interessant. Interessantus. Oh, guck mal, da ist so ein Wissensstein, glaube ich. Ich glaube, da kann man mit Wörter lernen, oder? Glaube ich zumindest. Ich glaube, das war so. Okay. Der Stein schwingt und erzeugt ein Geräusch, das meine Gedanken vereinnahmt. Eine Version beginnt, eine Gestalt anzunehmen, okay. Ich sehe zwei große Aliens, die miteinander kämpfen. Irgendwas besiegt
einer den anderen und lässt ihn verbluten zurück. Mit letzter Kraft zeigt er besiegte Alien in meine Richtung. Okay, Wissen annehmen. Der Name Wiken geistert mir also Echo der seltsame Vision durch den Kopf, die ich gerade hatte. Ein Wort dieser fremdartigen Sprache hat sich in mein Gehirn eingebrannt, okay? Wir haben jetzt das Wort, wir haben ein Wort gelernt, auf jeden Fall. Für die Aliens. Aber die sind wahrscheinlich friedlich. Friedlich. In jedem Sonnensystem gibt es, glaube ich, eine verschiedene Alien-Art. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Sonnensystem, weiß ich nicht. Das sind doch Raffinerien. Raffinerie. Okay. Also danke übrigens, dass ihr dieses Let's Play so mögt. Also, dass ihr euch so auf das Let's Play freut, das freut mich natürlich auch. Wir werden auf jeden Fall sehr viele Folgen machen. Ja. Unser Dings müsste ja eigentlich schon fertig sein. Ja, guck mal, 100 Stück. Jetzt nehmen wir die Raffinerie wieder mit. So. Sie ist ertragbar. Jetzt machen wir das ja alles wieder heile, Leute. Guck mal. Jetzt können wir starten. Ab ins Weltall, Leute, würde ich sagen. Ui, cool, guck mal, Leute. Jetzt können wir eigentlich starten. Hört ihr schon die Düsen, Leute? Auf jeden Fall wollte ich mir das Raumschiff eigentlich noch ein bisschen angucken. Guck mal, Leute. Hier ist unser Sitz hier unten. Hier können wir sogar so ein bisschen ranzoomen. Hier jetzt haben wir überall viele Knöpfe, okay. Ich würde einfach sagen, wir starten jetzt, Leute. Alles ist immer funktionieren. So, Leute, wir starten. Guckt euch das an. Und jetzt, Leute, das Beste an diesem Spiel. Ich zeig's euch. Wir können einfach in den Weltraum fliegen und woanders hinfliegen. Alle Systeme funktionieren. Suche Antworten in den Sternen. Ja, das machen wir. In den Sternen. Mit Kreis, Leute. Wenn wir Kreis gedrückt halten, können wir schneller fliegen. Holy Damn System. EQ-Galaxie. Von dir entdeckt. Vier Planeten, Leute. Es gibt hier vier Planeten auf diesen. Gut, Leute, wir können einfach zu anderen Planeten jetzt fliegen, wenn wir Lust haben. Das ist so cool, Leute. Das ist so cool. Natürlich nur in diesem System, aber wir können natürlich auch in andere Systeme fliegen. Wenn wir das hier drücken, können wir, im Hyperraum gehen, glaube ich. Ich glaube, das ist Hyperraum, oder? Ist das Hyperraum? Impuls wird aktiviert. Leute, das ist Hyperraum, oder? Ich glaube schon. Wenn wir Kreis gedrückt halten, Leute, dann können wir schneller fliegen. Also dann fliegen wir schneller. Leute, stell ich mir vor, wenn wir jetzt ganz normal zu den Planeten fliegen wollen, da brauchen wir eine Stunde und 23 Minuten. Eine Stunde und 23 Minuten, müsst ihr euch mal vorstellen. Aber wenn wir so machen, da brauchen wir nur 30 Sekunden. Also guckt, das ist so cool, ne? Diese Map ist einfach so riesig. Okay, wir sollen jetzt unser Raumschiff wahrscheinlich testen. Wir sind überall Meteoriten. Eine Nachricht. Okay, Leute, wir können die Nachrichten nehmen, um unser Funkstörung. Eingehende Übertragung, Quelle. Bitte identifiziere dich. Ich bin was auch immer. Okay, ich würde sagen, ich identifiziere mich jetzt mal, oder wie das heißt. Du bist nicht allein. Ja, doch, ich bin allein. Folge. Okay, ich folge. Was soll ich denn folgen? Die Übertragung endet so seltsam, wie sie begonnen hat. Der letzte Teil des Signals scheint ein Satz planetare Koordinaten zu sein. Koordinatendaten eingeben. Okay. Signalquelle. Erwachen. Okay, wir haben eine Signalquelle bekommen, Leute. Guckt euch das mal an. Wir müssen dahin, Leute. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Hyperraum, wenn das überhaupt Hyperraum ist. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist Hyperraum, oder Leute? Guck mal, dahinter, das ist so ein grüner Planet. Vielleicht ist es wieder so ein radioaktiver Planet, aber. Wir können auch von hier aus scannen, Leute. Da können wir den Planeten auch schon scannen. Ein frostiger Planet. Okay. Der Planet scheint sehr kalt zu sein, Leute. Okay. Da gehen wir mal hin, würde ich sagen. Noch 5 Sekunden bis zur Lande. Okay, Leute, ich würde sagen, wir landen jetzt einfach mal auf diesem Planeten. Hört euch mal an, wie cool das ist. Wir können einfach random auf irgendeinem Planeten landen, wenn wir Bock haben. Guck mal hier. Es dauert zwar noch ein paar Sekunden, weil wir gerade in der Atmosphäre sind. Aber, ja. Leute, guckt euch mal an, wie cool das ist. Der Planet ist so cool, ne? Einfach mit Eis. Wir sind ja auch Bäume. Ja? Ich lande mal, Leute. Mit Viereck kann man hier landen auf der PlayStation. So, ich gehe mal hier raus.
Gut, was haben wir denn jetzt hier entdeckt? Okay, hier scheint nicht so viel zu sein auf dem Planet, aber... Okay. Was müssen wir jetzt machen? Neuer Planet entdeckt. Zum Hochladen und Umbenennen. Das drücken. Okay. Okay, hier können wir den Planeten sogar umbenennen, wenn wir wollen. Okay. Müssen auf jeden Fall jetzt irgendwas finden. Okay. Ja, was wir jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Das ist, glaube ich, neu. Boah, guck dich mal diese Geräusche an, Leute. Wie cool. Ah, da hinten müssen wir hin, Leute. Okay. Wahrscheinlich da hinten, Leute. Sieht das? Das ist eine kleine Station. Ich habe direkt Flutlichter gesehen oder so. Okay, da gehen wir mal hin. Das ist auf jeden Fall neu. Das kenne ich noch nicht. Hier können wir natürlich auch alles scannen, Leute. Guck mal. Hier können wir alles scannen nochmal. Hier gibt es halt so viel. Das ist halt so cool. Da links ist noch ein bisschen Natrium. Natrium, Natrium. Da haben wir noch ein paar Kreaturen. Guck mal, Leute. Was ist das? Das ist eine Giraffe oder so? Keine Ahnung. Ja klar, Giraffe. Was sieht doch aus wie eine Giraffe? Was bist du? Du bist aus. Wie sieht aus wie so ein Dinosaurier oder so? Bist du ein Dinosaurier? Das ist ein Saurier. Hallo. Hallo. Warum läufst du aus zwei Beinen? Oder guck mal, wieder wegrennen. Ich habe leider keine Nahrung für dich. Ja, ich weiß, wir sollen dahin, aber ich will jetzt erstmal ein bisschen Planeten hier erkunden. So. Etwas Natrium. Ist immer wichtig, Leute. Später können wir auch die Erde hier aufgraben. Wir können nachher irgendwelche Minen bauen. Okay, Leute, guck mal, da ist irgendwas. Wie so ein Tank oder so. Was ist das hier? Ah, schon wieder so ein Notrufsignal oder so, ne? Kaputte Technologie. Okay. Die Funken springen Kabel der Maschine, erzeugen ein Signal, das die Übertragung ins Nichts ausstrahlt. Wer immer die Nachricht hinterlässt, ist schon lange fort. Okay. Also ist der hier schon lange weg wahrscheinlich. Entschlüssel 16, 16, 16. Okay. Eintrag, kein Treibstoff in Station. Station nicht erreichen. Kaum Gefahrenschutz. Keine andere Wahl als was auch immer dieses X heißen soll. Unterirdische Basiscomputer einsetzen. Okay, ein Basiscomputer. Ebenso wie der Kontrolleintrag enthält das Signal Pläne für einen Basiscomputer und einen Terrainmanipulator. Dann können wir das die Erde aufgraben. Mit etwas Glück enthält der Basiscomputer mehr Informationen über denjenigen, der die Nachricht hinterlässt. Okay, Pläne extrahieren. Ein Basiscomputer, Leute. Wir können uns jetzt eine Basis bauen eigentlich. Das hier will ich auf jeden Fall bauen, Leute. Guck mal. Ein Terrain-Multimator oder so. Guck mal, hier haben wir noch eine Flagge. Oder so. Eine Flagge. Okay, vielleicht von irgendeiner Organisation oder so. Ich guck mal, hier beschädigt der Container. Nehmen wir mal das hier mit. Im Raumschiff können wir natürlich auch Sachen lagern, Leute. Durchsuchen. Ein Prozessor. Okay. Prozessor Maximus. Prozessus Maximus. Okay. Speichern und kartieren. Machen wir das mal. Was auch immer das ist. Okay, eben ein Speicherpunkt. Navigationsdaten. Da haben wir noch was, guck mal, Leute. Nanit, das ist so eine Ingame-Währung. Wir haben Geld und Nanit, das weiß ich. Und ich glaube noch irgendwas, aber... Natrium, okay, das ist sehr gut. Dafür bin ich immer dankbar. Was haben wir hier noch alles? Ich könnte gerade irgendwas scannen. Ah da, dieser Stein. Den haben wir noch nicht, Leute. Oh, guck mal, ein Lebewesen. Ah, das ist der. Wir scannen mal alles. Das sind gefährliche Pflanzen. Guck mal, so eine Tigerpflanze oder so. Ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder zurück zu unserem Raumschiff und gucken, wie wir das hier... Oder wir gucken erstmal, wie wir das hier bauen können. Guck mal, ey, Leute, ich mach mal hier alles in die Technologien hier rein, weil das ist viel besser. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz im Inventar, würde ich sagen. Tu mal alles hier rein. Das hier benutze ich für den Multiplikator oder so. Okay. Achso, nee, hier. Okay.
Dann baue ich das mal, würde ich sagen. Okay, wir brauchen zwei Kohlenstoffdinger und ein Dia-Wasserstoff. Die-Wasserstoff oder so. Wir brauchen mehr Wasserstoff. Und mehr Kohlenstoff, okay. Hier ist Wasserstoff, okay. Also wir brauchen auf jeden Fall noch Kohlenstoff. Und das ist halt irgendwie nicht so vorhanden hier. Nicht so vorhanden. Nehmen wir mal alles mit, Leute. Vielleicht können wir uns ja jetzt schon was bauen. Ich glaube Wasserstoff. Nee, Wasserstoff müssen wir. Das müssen wir umwandeln. Da haben wir jetzt eins. Ich würde sagen, ich baue mal eine Raffinerie. Wir haben nämlich. Ich kann auch hier, ja, obwohl das bringt uns gar nichts. Was haben wir hier denn hier noch alles? Wir müssen auf jeden Fall irgendwie in Richtung Raumschiff bleiben. Weil sonst geht uns die Energie leer oder so, dann müssen wir nicht immer das hier verschwenden, Leute. Komm, wir können sogar Gesten machen. Zeigen, Daumen hoch, Leute. Das sollte ich auch machen. Ein Daumen hoch geben. Das würde mich sehr freuen. Was haben wir denn noch alles? Kann man das hier scannen? Oh, guck mal, ein Riesenstein, Leute. Ein riesiger Riesenstein. Hm, kann ich dich abbauen? Nee, kann ich nicht. Ich mich auch gewundert. Guck mal, Leute, die wie. Guck, wie cool, wir haben hier diese Streifen, diese. Beim Saturn ist das doch so, oder? Cool, cool, cool. Analysieren. Das scannen wir mal, Leute. Scanny die Denny. Scanny die Denny, Denny. Das ist der Raumschiff. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Kohlenstoff. Kohlenstoff, Kohlenstoff, Kohlenstoff. Aber hier ist, glaube ich, kein Kohlenstoff, oder? Doch, hier ist eine Pflanze. Eine Pflanze. Hier haben wir Kohlenstoff. Okay, cool. Auf jeden Fall haben wir nicht so viel Kohlenstoff auf dem Planeten, ne? Müssen wir ein bisschen gucken. Aber etwas haben wir auf jeden Fall. Wir haben etwas Kohlenstoff, okay. Dann würde ich sagen, bauen wir mal zwei hiervon. Da können wir uns auch schon ein cooles Werkzeug bauen. Ich zeige euch das mal, wie cool das Werkzeug ist. Wenn das jetzt ein mit drei können wir das hier wechseln. Und wir können jetzt hier einfach den Boden abbauen. Guckt euch das mal an, Leute. Wir können jetzt einfach hier uns hier reinbauen. Wir können es bis nach unten bauen. Wir können es einmal durch den Planeten theoretisch bauen, wenn wir Bock haben. Guck mal, Leute, hier können wir uns auch irgendwann unsere Basis so angleichen, wenn wir wollen. Falls hier irgendwas ist, wir können uns einen Bunker bauen, wenn wir Bock haben. Okay, das können wir auch natürlich vergrößern. Guck mal, Leute, jetzt können wir hier alles aufreißen. Aber das will ich eigentlich gar nicht gerade. Guck mal, jetzt haben wir so ein Loch, aber... Wir können auch was setzen, glaube ich, irgendwie. Ich weiß gar nicht. Ja, guck mal, Leute, wir können auch was setzen. Hier können wir auch was bauen. Aber wir können auch nachher auch Wände und so bauen. Das müssen wir alles freischalten, Leute, nachher. Also nach Raumstation müssen wir das freischalten. Nachher. Auch auf jeden Fall richtig cool. Wir können das Terrain anpassen. Wir können sehr viel bauen nachher. Okay, aber den Planeten, ich will erstmal die ganzen Planeten hier entdecken und danach können wir die richtig erkunden. Ich würde mal sagen, wir starten, Leute. Oder dann fliegen wir mal in den Himmel oder ins Weltraum. Und ich würde mal sagen, Leute, guck mal, wir haben hier sehr viel Platz im Inventar von dem Raumschiff. Wir können hier sehr viel lagern auf jeden Fall noch. Also das ist auf jeden Fall auch irgendwann wichtig, falls wir Inventarprobleme haben. Leute, da waren wir, glaube ich. Jetzt sehe ich natürlich nichts, aber... Geht auch noch nicht. Guck mal. Da scheint... Ein paradiesischer Planet, Leute. Guck mal. Da will ich hin. Leute, vielleicht gibt es da keine Stürme oder so. Das wäre richtig cool. Können wir uns da vielleicht unsere erste Basis bauen? Da ist auf jeden Fall Wasser, glaube ich. Oh, Leute, Wasser, stelle ich mir vor, wie cool das wäre. Auf jeden Fall, Leute, das auf jeden Fall... Wir können auf jeden Fall... Guck mal, Leute, ich soll euch auch mal zeigen. Es gibt eine Galaxiekarte, da können wir natürlich jetzt noch nicht hin. Ihr seht doch diese ganzen Punkte, Leute. Das hier ist gerade unser System. Wir können hier Informationen haben. Auf jeden Fall, was Volk ist das Vikane, das Vikane. Wirtschaft ist die Herstellung und Konflikte, also Krieg ist ruhig. Also gibt's hier gar keinen Krieg, das ist auch erstmal gut. Weil wenn es hier Krieg gibt, dann sind ja natürlich viele Piraten und so. Und hier gibt es auch eine Weltraumpolizei. Die Weltraumpolizei, die, die wird auf jeden Fall uns ausschalten wollen, wenn wir die Planeten zerstören wollen und so. Auf jeden Fall, Leute, ihr seht diese ganzen Punkte. Hier können wir überall hin. Das sind alle Systeme, wo wir hin können. Alle Punkte, die ihr seht, da können wir hin.
Das sind halt alle Systeme, wo wir hin können. Und da sind halt auch verschiedene Planeten, Leute. Jetzt sehen wir das natürlich noch nicht, aber wir brauchen auf jeden Fall Hyperantrieb dafür. Das wäre schlecht, der Hyperraum. Da müssen wir hin. Und da können wir halt überall hin, Leute. Guck mal. Da gibt es unendlich von. Da können wir überall hin. Guckt euch das an. Und da gibt es richtig viele Planeten immer. Und guckt mal, Leute, hier gibt es verschiedene Galaxien. Da müssen wir, glaube ich, hin. Zu diesem Nullpunkt oder was das ist. Ich weiß gerade nicht, was das ist, aber. Ich hätte es auf jeden Fall mal. So, ich hätte mal. Auf jeden Fall. Ja, wie geht das nur? Auf jeden Fall erstmal zurück, Leute. Und bei jedem dieser Systeme sind auf jeden Fall überall Planeten und so, Leute. Das meine ich. Dieses Spiel ist einfach so groß. Das. Okay, Leute, ich bin so gehypt. Auf jeden Fall noch ein paar Sekunden bis zur warte, wie nennt das nochmal? LZ, da heißt es, eine Landezone, ja. Leute, wir können auch hier so gucken, guck mal. Boah, ich freue mich so auf dieses Let's Play. Wohnprogramm wird gestartet, okay. Wir brauchen auf jeden Fall Kupfer. Leute, jetzt, guckt es mal an, wie cool. Wir können auch diese Meteoriten hier abbauen. Da können wir nachher noch spezielle Industrieschiffe für holen, wo wir mehr Platz haben im Wetter. Ist auch später wichtig, so Industrieschiffe. Wir können uns nachher auch so riesige Frachter holen und so, Leute. Das sind so riesige Weltraumschiffe. Das ist so richtig nice wie das. Leute, guckt mal, hier haben wir Wasser. Boah, das ist so nice. Leute, so nice, nice, nice. Guckt euch das an. Und Bäume, Leute. Okay, hier werden wir, glaube ich, unsere erste Basis bauen. Ich würde sagen, wir landen mal. Da landen wir mal, Leute. Boah, tut meine Nase ist ein bisschen zu. Okay, Leute, guck mal, wir haben hier Gras. Cool. Biom feucht. Wächter minimal. Diese Wächter meine ich, das sind diese Weltraumpolizisten sozusagen. Hier sind Bäume, Leute. Guck mal. Ein Urwald oder so. Was haben wir hier? Ein Objekt. Ein Objekt, die deckt. Okay, Leute, das haben wir jetzt entdeckt. Wir können das doch alles umbenennen, wenn wir wollen. Wir scannen mal diesen Baum hier. Den baumigen Baum. Eine Pflanze haben wir. Das sieht aus wie Faser oder so, dass wir da rauskriegen können. Scannt. Dann scannen wir das mal. Kupfer brauchen wir, ne? Guck mal, Leute, das ist Kupfer, glaube ich. Oder? Nee. Paraffium. Das ist ein Paraffium. Auf jeden Fall, Leute, oben rechts könnt ihr auch sehen, was die ganzen Sachen hier sind. Die Ressourcen. Wir haben hier Sternknolle, Kupfer, Paraffium und magnetisiertes Ferrit. Wir können ja natürlich auch alles abbauen, wenn wir Bock haben. Leute, guckt mal, wie cool das ist, dieser Himmel. Da können wir in die Sterne gucken. Auf den anderen Planeten. Und zur Siedlung können wir nachher auch noch gehen. Boah, Leute, ich bin gehypt auf jeden Fall. Okay, das können wir alles scannen, wenn wir Lust haben. Leute, ich würde gerne 10 Folgen am Tag hochladen, aber leider, denn das ist leider ein bisschen zu viel, Leute. Deswegen werde ich, denke ich, täglich Folgen machen. Ja. Okay, Leute, guckt euch das mal an, wie cool das aussieht. Einfach in den Himmel gucken. Boah, Leute, ich bin so gehypt. Wir müssen auf jeden Fall Treibstoff herstellen, Leute. Nämlich. Das zeige ich euch mal. Das hier, Raumschiff Starttreibstoff. Ist nicht so toll, wir brauchen auf jeden Fall Metallplatten. Ich werde mal ein paar mehr Metallplatten machen, weil die brauchen wir später oft. Okay, die werde ich mal hier unten ins Inventar stellen. Auf jeden Fall brauchen wir noch Wasserstoffe. Das hier können wir leider noch nicht abbauen, deswegen werde ich mal gucken. Da unten haben wir Wasserstoff. Okay, das haben wir gleich auf jeden Planeten. Wir müssen auf jeden Fall was herstellen, damit wir starten können, auf jeden Fall wieder. Aber Leute, ich will von diesem Planeten eigentlich erstmal nicht weg. Okay. Okay, okay, okay. Dann bauen wir mal hier alles ab, was wir sehen. So. Der sehende Seher. Leute, das wird so nice, ich kann es euch versichern. Okay, hier sind wir sehr viel mit am besten. Und oben rechts kann dieses Temperatur, also dieses Gerät auch überhitzen, da müssen wir aufpassen. Wir können jetzt auf jeden Fall das hier machen. Und das, ich brauche auf jeden Fall mehr Ferrit, da können wir uns noch einen machen. Das ist auf jeden Fall gut dann erstmal. Bauen wir alles ab hier. Ein bisschen Paraffium kriegen wir auch noch raus. Wenn man das ausspricht, kommt mit, tut mir leid, Leute. Auf jeden Fall sehr viele Sachen. Sehr viele Stoffe kriegen wir hier raus. Stoffe, wie auch immer. So. Kohlenstoff kriegen wir raus. Ferritstaub. Also diese Metallplatten sind echt teuer, ne? Okay. Wir brauchen noch mehr Wasserstoff. Okay. Wasser, die Wasserstoff. Ich scanne mal die Gegend. Da können wir hier ein bisschen Wasserstoff finden. Okay. Hier gibt es sehr viel Wasserstoff irgendwie auf dem Planeten, glaube ich.
Diese riesen Wasserstoffdinger gibt's. Nachher können wir uns auch, wie gesagt, Minen machen, Leute. Wir können nachher irgendwelche Bohrer bauen, die ganz, wir können ganze Planeten aufbohren damit. Wir können Leute, hier gibt's keine Stürme, guckt euch das mal an. Hier gibt's, glaube ich, keine Stürme. Ich habe unten gerade nichts gesehen. Da gibt's noch ein bisschen was. Oh, wer bist du denn? Hallo, wer bist du denn? Hallo. Oh, guck mal, Leute. Was ist denn das für ein Blub? Wie so ein Schleim, der rumhüpft, okay. Ein schleimiger Schleimi. Okay, Leute, wo ist dieses Wasserstoff hin? Hier haben wir ein bisschen Wasserstoffkristalle. Was ist so? Eine Pflanze? Eine Pflanze. Okay. Hallo. Du schon wieder? Hast du keine Angst? Guck mal, Leute, der hat so eine Pflanze auf dem Kopf. Okay, können wir irgendwie dieses Ding machen? Ich möchte gerne dieses Futter für die machen, aber das kann ich, glaube ich, noch nicht bauen. Da haben wir noch ein paar Kristalle. Da können wir echt nicht genug von haben, weil ich habe nicht viel von mit. Okay. So. Jetzt können wir bestimmt noch einen bauen, oder? Nee, noch nicht. Ein bisschen brauchen wir noch. Ein bisschen. Obwohl, Leute, ich bin schon bei 26 Minuten. Komm, einen bauen wir noch, Leute. Dann muss ich leider aufhören für diese Folge. Und ja, Leute, ich würde euch noch sagen, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Oh Mann, ich hab's vergessen. Wir haben einen Meilenstein erreicht. 8000 Units zurückgelegt, okay. Okay, ja, das ist gut. Jetzt guck mal, wir können ja auch gucken. Leute, wir haben hier verschiedene Sachen, die wir irgendwann herstellen können. Die Konstruktion, wir können hier nachher Basen bauen, Leute. Wir können jetzt nachher eine Basis bauen. Auf jeden Fall haben wir auch, hier können wir auch gucken. Hier sind die verschiedenen, Leute, es gibt drei Völker, drei Alien-Völker. Einmal Gek, einmal Viken und einer Korvax. Es gibt auch verschiedene Gilden. Händlergilden, Söldnergilden und Entdeckergilden. Hier Söldnergilden ist für den Anfang sehr gut. Da kann man Piraten zerstören für. Hier gibt es verschiedene Meilensteine noch. Okay, das wird so nice, Leute. Ich brauche auf jeden Fall noch etwas Wasserstoff. Das hört sich so komisch an. Einfach Wasserstoff sammeln, Leute. Wasserstoff. Wasserstoff. Okay, Leute, aber ich glaube, ich beende die Folge für heute erstmal. Wir werden in der nächsten Folge weitermachen. Ich werde auf jeden Fall erstmal den Treibstoff hier wieder auffüllen. Wir müssen einmal hier draufklicken. Das hier müssen wir auch, Leute, das ist der Impulsantrieb. Den müssen wir auch, das ist, glaube ich, der Hyperraum oder so. Dann müssen wir das hier auffüllen. Dann haben wir das. Ich würde sagen, ich speichere einmal. Und dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge auch für heute, Leute. Mit diesem schönen Ausblick in den Himmel beenden wir diese Folge mal. Ich würde sagen, nächste Folge machen wir weiter. Sogar Vögel, Leute. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da, würde mich sehr freuen. Und, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ich bin sehr vergesslich heute. Kann ich dich scannen? Komm, bitte, ich will den noch scannen. Ja, wir haben den Vogel gescannt. Okay, Leute, wir sehen uns nächste Folge wieder. Ich wünsche euch noch alle einen sehr schönen Tag. Und ja, tschüss, Leute, bis zur nächsten Folge.